Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mich fertig gemacht, denn ich gehe jetzt mit einer Freundin frühstücken. Und genau, mein Outfit of the Day zeige ich euch jetzt mal. So, das hier ist jetzt mein Outfit for today. Genau, so sieht's aus und jetzt düse ich mal. Gerade wieder zu Hause angekommen und ja, wir waren jetzt nach dem Frühstück noch ein bisschen shoppen, aber so wirklich viel habe ich nicht gefunden und genau, jetzt entspanne ich mich kurz und danach geht es schon ab in den Stall. So, es wird Zeit, sich für den Stall fertig zu machen, deswegen gehe ich jetzt gerade mal in mein Pferdezimmer und suche mir jetzt mal Klamotten raus, die ich heute anziehen möchte. Gestern habe ich auch meinen Schrank aufgeräumt und jetzt sieht er einfach wieder schön ordentlich aus. So sieht mein Outfit jetzt aus. Ich weiß, ich muss den Spiegel nochmal sauber machen. Ja, also ganz schlicht und basic, aber passt halt. Ich muss heute eh nur Bellamy ein bisschen longieren. Mich fragen auch ganz, ganz viele, ob dieses Tattoo hier am Arm, wo Love draufsteht, echt ist. Und alle waren total geschockt, weil ich darüber auch gar nichts erzählt habe oder so. Aber es ist tatsächlich nicht echt. Das ist von Inkster, das Tattoo. Und ja, das hält so ungefähr 7 bis 10 Tage. Bei Julia hat es aber zum Beispiel 2 Wochen gehalten. Und deswegen ist das jetzt auch schon seit ein paar Tagen da. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Das sieht auch total echt aus. Und ich habe schon auch total viele so gefragt, ob das echt ist, die das halt live schon an mir gesehen haben. Aber ja, wie gesagt, das hält nur ein paar Tage. Und dann ist das auch schon wieder weg. Bailey chillt erstmal eine Runde auf dem Trampolin. Und das ist übrigens Bellamys Pferdespielzeug. Komm schnell, du musst jetzt rein. Ich fahre jetzt. Hallo, kleine Maus. Hallo. Bellamy kam gerade von der Wiese rein. Hat deswegen jetzt gerade erstmal ihr Mittagessen gefressen. Ich werde jetzt ganz in Ruhe alles holen, alles vorbereiten, dann kann die noch kurz hier drin stehen, trinken, Pipi machen, wenn sie muss und dann geht's los. Falls euch wundert, warum Bellamy hier Tonerde dran hat, das liegt daran, dass sie hier sich eine Macke zugezogen hat und das so ein bisschen angeschwollen ist drumherum und deswegen haben wir Tonerde drauf gemacht, damit das kühlt, aber das Bein sieht schon besser aus. Bellamy und ich gehen jetzt hier ein paar Runden um den Hof warm und danach werde ich sie ein bisschen longieren, ganz locker heute. Ich habe einfach so rumgetrödelt beim Fertigmachen. Aber naja, ich glaube, Bellamy hat es sehr genossen. Und ja, jetzt watschen wir hier ein paar Runden und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind fertig und Bellamy war richtig gut, hat auch richtig schön auf die Stimme gehört. Und jetzt wird eine Runde geduscht. Ich bin wieder zu Hause. Und der Wind im Stall war gar nicht gut. Meine Locken sind nämlich komplett raus. Cool, nicht? Ich werde jetzt mal schauen, ob ich mir die neu mache oder nicht. Also wie man unschwer erkennen kann, habe ich bisher meine Haare nicht nochmal neu gemacht. Ich habe mir jetzt aber hier gerade mein Mittagessen warm gemacht. Das esse ich jetzt schnell und dann muss ich mich aber fertig machen, weil mein Freund holt mich gleich ab, denn wir wollen ein paar Sachen kaufen für mein Zimmer. Hoffentlich finden wir auch das, was ich haben möchte. Ich habe mich jetzt ganz schnell wieder umgezogen. Also ich habe nur eben meine Jeanshose wieder angezogen. Und ich habe ja auch eine Tüte mit so ein paar Sachen drin. Denn ich habe gestern mein Zimmer noch mal ein bisschen aufgeräumt, aussortiert. Und ein paar Sachen gefunden, die Julia gebrauchen könnte. Und da ich jetzt gleich zu Tiffy fahren muss, also zu Julias Katze und die füttern muss, nehme ich ihr das direkt mit und stelle es ihr in die Wohnung. Und die Bailey hat jetzt gerade Bellamys Spielzeug geklaut. Ist das frech? Ich bin
bin schon wieder zu Hause. So schnell geht's. Das war ein richtiger Fail-Einkauf. Einkauf kann man es gar nicht nennen. Ich wollte eine schöne Bettdecke haben, die groß genug ist für zwei. Aber ich habe halt nur eine richtig dicke für den Winter. Weil mir immer so kalt ist im Winter beim Schlafen. Und jetzt bräuchte ich halt eine dünnere für den Sommer. Und ja, irgendwie haben wir keine gefunden. Und ich wollte auch nicht irgendwie so viel Geld ausgeben dann für eine Decke. Muss ich mal schauen, ob ich das mit der Mami mache. Die kennt sich dann nämlich ein bisschen besser aus. Und dann brauchte ich eigentlich noch Haarnadeln fürs Turnier. Also ich habe schon welche, aber die mag ich nicht ganz so gerne. Die gab es aber auch nicht. Also sind wir in den Futterladen gegangen und haben wenigstens noch was für die Hundis geholt. Und jetzt gerade fängt es richtig an zu schütten und es gewittert auch. Und jetzt darf ich losdüsen zu Tiffy. Aber ich freue mich auf Tiffy. Hoffentlich ist sie überhaupt da. Die chillt vielleicht auch draußen und versteckt sich gerade irgendwo bei dem Gewitter. Aber vielleicht begrüßt sie mich ja auch. Es schüttet gerade so doll. Ich möchte gar nicht jetzt aussteigen. Mann. So, das Futter habe ich jetzt schon aufgefüllt. Tiffy scheint jetzt wirklich gerade irgendwie draußen unterwegs zu sein. Ich habe sie jetzt ein paar Mal gerufen, aber sie kam nicht. Und jetzt muss ich hier noch alle Blumen gießen. Und seht ihr die Erdbeere da hinten, die rote? Ich glaube, die klaue ich mir jetzt gleich noch. Schaut mal, wer nach dem Regenschauer kam. Hallo Tiffy-Maus. Hallo Tiffy-Maus. Ja, hallo. Hallöchen. Hallo Tiffy. Hallo Tiffy, Tiffy, Tiffy. Mausebär. Ein paar Minuten später und das Wetter ist wieder richtig gut und Tiffy chillt jetzt erstmal eine Runde in der Sonne. Und für mich geht es jetzt wieder direkt nach Hause, denn ich bin jetzt gleich mit meinen Freunden und seinen Eltern essen und danach fahren wir noch ins Kino. Unter anderem haben wir diesen Ball hier, der Baby, mitgebracht. Bei dem Ball ist es so gefährlich, dass man die über den Zaun wirft. Der ist ein bisschen groß wie dein kleinen Mund, ne? Ihr glaubt gar nicht, wie müde ich bin. Ich bin gerade tatsächlich eingeschlafen und ich wünsche, ich könnte gerade noch länger schlafen, aber das geht nicht. Ich werde mich jetzt gleich abgeholt. Mein Zimmer ist auch so unordentlich. Jetzt muss ich ganz dringend mal aufräumen. Achso, und noch ein kleiner Outfit-Check für euch. Das hier ist jetzt mein Outfit fürs Kino. Ja, ist halt chillig. Achso, und ich habe vergessen, meine Tasche noch zu zeigen. Die hier nehme ich mit. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen... So, wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg nach Hause. Film war auf jeden Fall gut. Wir haben No Hard Feelings, glaube ich, geschaut. Ja, war auf jeden Fall sehr gut. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video, weil mehr passiert heute nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Oh, wir haben vorhin ja der Bailey einen Quietscheball mitgebracht. Ach, quietschen tut der super, ne? Das hier komplett kaputt gemacht. Oh! Und das Ding, was quietscht, ist jetzt auch kaputt.